Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalloride und ich begrüße euch zur 32. Episode dieses Cities Skylines After Dark Let's Plays. Wir haben ein kleines Problem hier mit den Toten. Fiel mir in der letzten Episode schon auf. Ich habe zwei Friedhöfe und zwei Krematorien, die irgendwie nicht klarkommen. Also ein Verkehrsproblem sollten sie hier an der Stelle schon mal nicht haben. Ich habe in der letzten Episode schon mal gemutmaßt. Jetzt habe ich den Friedhöfen auch an sich gesagt, sie sollen sich entleeren und die sollen sich jetzt ja in die Krematorien verlagern. 6, 5, 15. Da hat man auch überhaupt ja kein Feedback, wie viel die schaffen, in welchem Zeitraum. Bin ja fast dabei, neue Krematorien zu bauen. So. Wenn die Krematorien die Kontrolle komplett übernommen haben, dann schmeiß ich auch die Friedhöfe wieder raus. Nehmen halt viel Platz weg. Irgendjemand hat ja ein Kriminalitätsproblem auch noch. Was ist da los? Kriminalität. Wir haben vier Polizeiwachen ziemlich in der Nähe und ihm jetzt hier nicht so gut. Und die Häuser sind auch alle ein kleines bisschen dunkler. Erste Vermutung ist ja immer, die Polizei kommt hier nicht vorbei, weil hier mega Stau ist oder so, aber das ist nicht. Die bestehenden Reviere gegen fette Reviere auszutauschen? Große bla bla. Wie groß? Aber wie weit kommt denn die normale Polizei? Ja, die kommen weiter. Wenn ihr mal auf das Grüne hier achtet, jetzt da, wo die Maus lang geht, da komme ich mit dem normalen, also mit diesem Polizeirevier, komme ich mit dem Grünen ungefähr bis hier so. Wenn ich das fette Polizeirevier hier unten anhalte, dann komme ich mit dem Grünen bis ungefähr hier. Das heißt, die haben eine größere Reichweite und eine größere Dichte. Das heißt, ich werde die einfach mal austauschen. Wenn das so einfach geht. Ja, sieht gut aus. Ein dickes. Dann machen wir noch das hier neu gegenüber auch ein dickes draus. Und gucken wir mal, wie sich das so verhält. Passt jetzt hier nicht hin, oder was? Weil hier die Schule ist. Kann die Schule ein bisschen nach außen rutschen? Ja. So ist recht. Thank you.
fast in jedem Bezirk gibt es Probleme mit den Toten. Ich glaube, mit den Polizeiwachen war eine gute Idee, weil die Häuser färben sich jetzt alle langsam so ein bisschen um. Und man hört so wieder klingeln, das Update klingeln. Das war eine gute Sache. Mal sehen, ob ich die anderen Bäden auch gleich mache. Die Schule verschieben. Gut, haben wir gleich flächendeckend gemacht. Boah, was ist denn hier los? Warum hauen die jetzt hier alle ab, weil zu viele Toten da sind? Das kann doch nicht wahr sein. Friedhofsauslastung. Krematorien. Versterben zu viele. Die Krematorien kommen einfach nicht hinterher, so wie es aussieht. Verarbeitete letzte Woche. Ja, was sind denn 81? Ist das gut? Ist das schlecht? Äh, 44. Äh, 61. Verarbeitete Verstorbene. Also Leute, ich weiß ja auch nicht. Er hat 20 gemacht. Alle Leichenwagen sind in Verwendung. Auch alle in Verwendung. Auch alle in Verwendung. 6 von 7, 7 von 7. Also die Leichenwagen sind unterwegs wie verrückt. Oh, aber es sind schon weniger geworden. Vielleicht muss man dem auch erstmal ein bisschen Zeit geben. Ah, hey. Hat falsche Haus abgerissen. So irre aufpassen, dass du nicht auch so ein Stück Straße oder irgendwas anderes wichtig kaputt haust hier. Hier brennt's, wo bleibt die Feuerwehr? Man hört sie nicht mal. Feuerwehr, hallo? Hier, wo bleibt ihr? Genau, das ist wieder normal. Hä? Das ist aber jetzt wirklich komisch. Naja, müssen wir so hinnehmen.
War das nur mit Emir? Warum geht's ihm schlecht? Gibt's doch gar nicht. Kriminalitätsproblem. Das mit Strom. Wie, und das reicht jetzt nicht? Wieso reicht denn das nicht? Geklärt. Und überall Ruinen, Leute. Was machen wir da? Ruinen strahlen ja auf die Nachbarhäuser ab, deswegen sollte man die nicht zu lange im Stadtbild belassen. Deswegen hier mehr eine Jagd. Problem ist, wenn ich einmal rum bin, kann ich gleich wieder von vorne anfangen. Ja, das kann ich bis zum letzten Tag machen, habe ich so das Gefühl. Das passiert immer, wenn irgendwas gebaut wurde. Dann passieren diese Verschiebungen, dass die Leute irgendwo anders hinziehen. Und kann auch alle sein, dass die alle ziemlich angepisst sind, weil ihre Toten nicht abgeholt werden. Aber das kann doch nicht sein, dass 4 Krematorien nicht genug sind. Ich meine, wir müssen nicht geizig sein. Oder funktioniert das generell nicht ohne Friedhöfe? Entleert sich 117 von 3000. Und 80 sind alle unterwegs. So alt für mich empirische Daten. Also 19 nur. 6 aufbewahrt und 10 verarbeitet. Null aufbewahrt und 0 bearbeitet. Ja, aber was soll denn das? Leichenwagen. Gucken wir noch mal, was die machen.
Da ist der nächste. Oh, toll. Fährt er denn aus seiner Ecke hin? Oder von wo kommt er überhaupt? Muss man ja auch fragen. Der fährt einfach nur durch die Stadt. Wow. Ach, der wird wahrscheinlich vom Friedhof nach Krematorium liefern. Ne? Friedhof. 0 von 3000. Okay, mit anderen Worten kann ich ihn wegknacken. Finden alle nicht so toll. Das ist auch leer. Also das ist jetzt einfach mal ein Versuch. Was passiert, wenn die Stadt keine Friedhöfe hat, sondern nur noch Krematorien? Das kann sein, dass das nicht funktioniert. Weil das ist ja der Zustand, der die ganze Zeit schon vorher herrscht hat. Friedhöfe abgeschaltet und dann nur die Krematorien im Betrieb. Strom? Hallo? Was ist denn da los? Warum ist da alles gut? Oh nee, ist es nicht. Ist er... Da ist ja Bedarf, ist ja da. Und wir haben noch... Ist auch Solarkraftwerke. Wie gut sind die? Was können die? Kosten 80. 0 bis 160 Watt. Ach, das Ding macht bloß tagsüber Licht damit. Pass auf. Wir können sicherlich wieder auf 100% gehen. Nee, dann müssen wir noch erneut zustellen. Wieder alles gut. Na, Verkehr ist nicht mehr so krass wie vor 2 Episoden. Hier sieht es immer noch fett aus, aber es fließt alles irgendwie. Also es ist schon schöne Bewegung drin. Na, ist natürlich nicht so schön hier. Ja, man muss seinen Einstellungen auch halt eben Zeit geben, dass die Einstellungen übernommen werden können. Und so gesehen sind ja die 4 Krematorien, 2 davon auch noch nicht so alt. Also wer weiß, ob diese Changes überhaupt im System angekommen sind. Aber komisch ist es schon. Vielleicht sollten wir einfach in den Außenringen noch ein bisschen Friedhöfe setzen. Ja, können wir ja eigentlich mal in der nächsten Episode uns vornehmen, Leute. Denn diese Episode findet gerade ihr Ende. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder vorbeiklickt. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch hilft auch immer sehr.
Ja, und benutzt den Kommentarbereich, wenn ihr Fragen habt. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.